Ich hoffe, ich schon nie was weg, dass ich das hier jetzt schneide. Wer es glaubt. Diablo 3, da kommt demnächst ein Add-on raus, und zwar 2014. Ist ein sehr präzises Angabedatum für Blizzard. Wenn ich überlege, StarCraft 2 rauskam, hieß es ja irgendwann zwischen 2000 und 2020 oder so. Wie wir alle wissen, wurde es 2025. Ja, egal. Jedenfalls, die große Skandalmeldung unter Anführungszeichen dabei ist eben, dass Blizzard gesagt hat, ja, okay, das Auktionshaus war vielleicht doch keine so gute Idee, das nehmen wir wieder raus. Beeil dich mit dem Lösegeld! Der alte Mönch macht's nicht mehr lange! Ja, komm, jetzt ist das so eine Sache. Kriegen wir jetzt auch einen vernünftigen Skillbaum oder bleibt der Scheiß Skillbaum? Weil, wenn was Vernünftiges kommt, könnte es sein, dass ich mir echt das Addon hole und Diablo 3 auch spielen will, weil ich endlich wieder meinen eigenen Charakter erstellen kann und nicht was Vorgefertigtes unter Anführungszeichen nehmen muss. Dazu hält sich Blizzard ja momentan sehr, 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 sehr stark bedeckt. Das finde ich persönlich ehrlich gesagt extrem schade, denn genau darauf wird es mir beim Addon ankommen. Ob ich wieder diesen vermaledeiten "Du musst diesen Skill lernen" Drall oder eben "Hey, komm schon, Skill mal hoch, auf was du Bock hast. Kannst doch eine ganze Elementarmagie weglassen, wenn du Bock hast." Wäre mir persönlich schon ganz recht. Diablo 3 ist so extrem casual-lastig. Darüber habe ich auch mit Gamesplant LP mich mal unterhalten. Und zwar auf dem Kanal von Charter 67, und zwar in einem Let's Talk About seiner Art. Und zwar hat er dabei gespielt. Ich hoffe, deine Leute können schwimmen. Dark Souls, glaube ich. Alle beidrehen zum Angriff. Wir sind bereit. Und wir haben uns dabei eben unter anderem darüber unterhalten, wie viel Sinn es macht, dass da jetzt eben automatisch gelevelt wird und nicht mehr manuell, beziehungsweise ob es überhaupt Sinn macht, wie es im Vergleich zu anderen Spielen aussieht und so weiter. Im Speziellen waren das Teil 3 und 4, das ist Let's Talk About. Aber ich werde die meisten Punkte jetzt hier auch wieder abklopfen. Wer aber das Originalgespräch hören will. Was durchaus interessant ist, weil ich jetzt garantiert nicht alles wieder im Kopf haben werde. Wir können los. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Finde ich das schon ganz nett und okay und spannend. Ich habe definitiv viel zu wenig Alkohol. Ihr erweist dem Kaiserreich einen großen Dienst. Warte auf Anweisung. Fahrt aufnehmen. Wird ausgeführt. Die Flotte ist bereit. Oder nimmt er nur 5er Packs an oder 6er Packs? Keine Ahnung. Ahoi, Kapitän auf der Brücke. Ich fürchte jede Minute mehr um das Leben von Meister Chang. Ja, wer nicht? Das Problem ist, dass ich Meister Chang nicht ohne den entsprechenden Geldbetrag befreien kann. Und der lässt zurzeit halt leider auf sich warten. Weil Baum und so. Wobei ich gerade echt dazu neige, mehr mit der Vorspielfunktion zu arbeiten. Verbindlichsten Dank.
Weil wir das eigentlich brauchen. Wir brauchen nur genug Alkohol rüberbringen. Das kann sofort losgehen. Denn Horatio hat für Alkohol so einen tollen Wareneinsatz, sag ich mal. Dass wir das ohne Probleme eigentlich aufbringen können müssten. Wir sind bereit. Wenn da jedes Mal 10 Tonnen Alkohol hochkommen, ist das eigentlich mehr als okay. Die Frage ist nur, wo kann ich diese verdammten Flaggen abgeben? Wir können los. Kapitän auf der Brücke. Oder nimmt er wirklich nur 5 Packs an? Kapitän auf der Brücke. Handelsschiff, ahoi. Wird erledigt. Auf Kurs gehen. Moment mal, wir haben doch Pralinen. Kauft irgendwer. Kauft Waffen. Kann mir jetzt mal irgendjemand verraten, wer zum Teufel dieser Diego del Toro ist? Sorry, nope. Die kauft Kakao, aber keine Pralinen. Verdammt. Aber vielleicht kann ich die hier loswerden. Was habe ich denn noch im Überschuss, das ich verkaufen kann? Holz. Vielleicht fahren ja doch ein, zwei Händler hier vorbei, dann kann ich da auch vielleicht ein bisschen mehr Gewinne draus schlagen. Glaub bloß nichts von dem, was Grace dir über mich erzählt. Es ist ihre übliche Masche, andere schlecht zu machen, um selbst als Engel dazustehen. Ja, läuft soweit. Der Kaiser begrüßt euer Interesse an unseren Waren. Okay, ich kann ja auch nicht in 5 oder 6er Packs verkaufen. Alles klar. Und dann andrehen eben. Also ich plötzlich eigentlich wieder so ein großes Minus. Kapitän auf der Brücke. Warte auf Anweisung. Das passt mir irgendwie gerade überhaupt nicht ins Geschäft. Apropos, das passt mir gerade überhaupt nicht. Was mir sehr, sehr gut passt. Vor ein paar Tagen kam Battleworlds Chronos raus. Ein Hexfeld-Strategiespiel der alten Schule. Wir sind bereit. Ist momentan auf dem Weg zu mir. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Warte auf Anweisung. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Spielt ihr so Hexfeld-Strategie oder so überhaupt? Oder ist euch das überhaupt total egal? Oder keine Ahnung, also... Wird erledigt. Würde mich mal stark interessieren.
Denn Hexfeld-Strategie ist ja irgendwie schon was Veraltetes, unter Anführungszeichen, was seit Jahren überhaupt irgendwie so ein Schattendasein fristet. Insofern würde mich das mal echt interessieren, wie weit das überhaupt noch Interesse an Spielern weckt oder ob da überhaupt noch Interesse da ist. Ich meine, das gefällt schließlich auch nicht jedem. Und es ist meistens relativ komplex. Na komm schon. Ich bin ja schon da. Verbindlichsten Dank. Bitte sehr, bitte sehr. Der kauft außerdem Nahrung ein. Da könnte man doch auf die eine oder andere Idee kommen, oder? Ich habe hier schon zwei Brennereien und unten nochmal zwei. Ach du Schande. Okay. Jein, danke, nein. Ach Gott, furcht, es ist doch... Okay. Nur 9 Tonnen Alkohol dieses Mal. Dafür werden es nächstes Mal wieder mehr sein, wie es aussieht. Neuer Kurs. Und wir begeben uns auf die nächste Handelsreise. Und ich mache jetzt echt Tempo, weil sonst dauert das noch 3 Jahre und keine Ahnung. Aber wie gesagt, Battle World Chronos interessiert mich jetzt gerade echt, ob ihr das überhaupt noch spielt. Was für ein Kontrakt darf es denn sein? Ob das überhaupt noch jemand spielt? Gut, dass wir fertig sind. Hexfeld-Strategie, also jetzt speziell von euch. Alles klar. Ich werde es wahrscheinlich, ich werde es hundertprozentig nicht. Ich erwarte, dass ihr Meister Chunks Leben rettet. Ihr müsst noch viel Handel treiben, bis ihr das gesamte Lösegeld zusammen habt. Ja, du mich auch, Grace. Nur Hexfeld-Strategie ist halt was, wo man normalerweise sagt, okay, eher lahmarschig, unter Anführungszeichen, und eher was wir sind bereit. Ja, die Generation 1 der Spieler, sage ich jetzt mal, wo noch eine gewisse Distanzhaltung. Ein Fass voller Sprengstoff vor Castellis Kontor ist ein durchschlagendes Argument, das auch er verstehen wird. Ja. Wohin geht es? Wir brauchen nur noch genug Alkohol. Im Prinzip kann ich die ganze Werkzeugproduktion gleich abreißen, aber...
Nachdem die Erzmine sowieso fast leer ist, zahlt sich das eigentlich kaum noch aus. Dann speichere mal, genau.